Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Wie versprochen, jetzt mit meinen Silikonformen, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Unter anderem, sie sind von Wish, von Amazon und Doreen Beats. Und ja, das möchte ich euch jetzt gern einmal zeigen. Und wir fangen mal am besten mit den Formen von Doreen Beats an. So viel sind es nicht. Und ja. Und zwar habe ich einmal da diese Lesezeichenform, diese Herzform. Also ich hätte jetzt als Herz, es gibt aber, ich habe gesehen, es gibt noch so, was man mit eingießen kann, damit es ein Lineal ist. Finde ich auch nicht schlecht. Es hat diese Nummer. Aber ich habe in meinem Craft-Update, habt ihr das ja sicherlich gesehen, da habt ihr ja schon gesehen, wie ich das verarbeitet habe als Lesezeichen einfach und mir gefällt es so auch ganz gut. So, das ist das einmal. Dann habe ich mir ja einmal, upsala, ich klebe fest, diesen Kamm gekauft mit der Nummer. Und zwar hat, ja, habt ihr das ja auch in meinem Update schon gesehen, im Craft-Update, den habe ich ja auch schon gegossen. Und die sind auch wirklich gut. Also man kann sich damit tatsächlich kämmen. Es funktioniert. Dann habe ich mir noch diese Form hier bestellt. So, ja, ich will es auch als Lesezeichen benutzen. Ich weiß gar nicht, was es genau sein soll. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Also, nee, ich weiß es nicht. Aber ich nehme es als Lesezeichen. Und dazu gibt es diese Nummer. So, dann habe ich mir noch einen einfachen Kamm und zwar diesen hier bestellt. Und ich finde die echt schön. Ich werde mir da auch noch die anderen Kämme von holen. Die sind nicht ganz günstig, kosten etwas über 2 Euro, aber ich denke, es ist vollkommen in Ordnung immer noch mit der Nummer hier. Genau. Dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit. Oh, was ist das denn hier? Wish, weil das ist auch nicht ganz so viel. Und zwar habe ich mir da diese Formen von geholt. Also ich hole die am besten mal raus. Und zwar wollte ich mir Edelsteine gießen. Ich wollte mir Edelsteine gießen. Leute, stellt euch vor, ey, was ist das? Riesenteil. Ich habe natürlich nicht auf die Maße geachtet, aber ey, voll der Klopper. Stellt euch das als Kettenanhänger vor? Das geht überhaupt nicht. Aber nun ja, ich werde schauen, mal gucken und dann, ja. Und dummerweise gab es drei verschiedene und ich habe natürlich drei verschiedene bestellt. Auch hier suche ich den Anfang. Einen Moment, raschel, raschel. Ich weiß, viele von euch mögen das. Ach, viele von euch mögen das nicht, aber ich liebe es ja, wenn es so raschelt. Ich mag das total gerne. Und das ist auch echt, ich weiß ich auch nicht, so ein Briefbeschwerer oder so. Also schaut euch das an. Oh mein Gott. Ja, gut. Und zu guter Letzt noch diese Form. Also man kann es auch nicht so gut sehen. Ich hole es mal wieder raus. Ist auch. Also unglaublich. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, was man daraus gießen kann oder was man damit machen kann. Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir mal ja mal sagen. Also ja, ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee. Könnt ihr mir ja mal wissen lassen. Ich glaube, da braucht man aber richtig viel Harz und meins ist echt schon fast alle. Aber es ist schon Neues geordert und auf dem Weg. Ich denke, nächste Woche sollte es auch da sein. Und ja, Montag, Dienstag spätestens. So, jetzt kommen eigentlich nur noch Förmchen vom Amazon. Und zwar, ich glaube, ich fange mit den großen an. Und zwar habe ich mir einmal, ich glaube, ich muss das alles rausholen, sorry. Weil so kann man das viel, viel besser sehen. Dass die immer so kleben müssen. Oh, furchtbar.
Also, ich habe mir einmal diese Form geholt. Wie man sieht, die ist so ein bisschen, also auf jeden Fall ist sie matt, aber facettiert. Und die gefällt mir wohl mal richtig gut. Also ist auch so extra, dass man sie gut hinstellen kann, dass sie alle gerade stehen. Genau. Und die ist facettiert und die sind relativ groß, die Herzen. Also, ja, ne? Also, da kann man auch schön Anhänger fürs Fenster oder ein Mobile von machen oder so. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, so mit Galaxy oder so sieht das bestimmt richtig gut aus. Ach, Verpackung weg. Bleibt eh ausgepackt. Dann habe ich mir diese bestellt. Und zwar ist das einmal. Ich hole auch. Nee, die hole ich nicht raus. Die glänzt von innen. Und zwar einmal ist das so ein Stern mit so einem Pinöpel schon, dass man halt ein Loch da schon drin hat. Und einmal kann man hier so ein, ja, nur einen Rahmen gießen. Und dann könnte man hier innen vielleicht eine kleine Perle durchstecken, wenn man hier gleich die Löcher reinmacht. Ja, muss ich mal schauen. Wenn man da so Löcher bohrt, dann kann man da eine Perle oder. Eignet sich wunderbar auch, dann könnte ich mir gut vorstellen, wenn man den Rahmen gemacht hat, dass man das Innere dann mit UV-Harz ausfüllt. Ja, wie gesagt, bei Amazon. Das gleiche habe ich dann hier nochmal in Herzform. Und zwar ist das einmal, das Herz ist so ein bisschen geschwungen, seht ihr das? Es ist nicht ganz gleich. Und das gefällt mir echt gut. Auch das ist relativ groß. Und da auch mit dem ausgestanzten, dass man ja da vielleicht was anderes reingießen kann. Gefällt mir auch total gut. Ja, dann habe ich mir noch eine andere Lesezeichenmold bestellt und zwar hier so ein Häschen. Ich glaube, das kann man so auch ganz gut erkennen. Ein Häschen. Hier unten ist auch ein Loch dann drin. Da kann man auch was noch Bänder reinziehen. Und ja, finde ich auch ganz süß. Will ich auch als nächstes machen. So, und dann ist noch heute eine Form gekommen. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. Ob das überhaupt wird. Und zwar hier so ein Einhornhorn. Genau. Ein Einhornhorn. Und zwar ist es auch relativ groß. Und die kann man dann hier auch einfach so. Naja, einfach ist gut. Zusammenstecken. Und dann, wie man sieht, hat man hier so ein Horn. Man muss es dann natürlich gut verschließen mit Klebeband. Und dann, ja, mal schauen, ob das was wird, ne? Mal sehen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall, werde ich es euch zeigen. Und zu guter Letzt ist noch eine Silikonform gekommen, die ist auch relativ groß und matt. Und zwar diese hier. Und dort kann man. Tja, oh, Entschuldigung. Oh Gott, das sollte nicht sein. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ein Teelicht reinstellen. Hinterher, wenn das dann ausgeploppt ist, hat man dann das Herz. Und so. Auch facettiert und dann kann man da so ein, ja, ein Teelicht reinstellen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Auch das werde ich gießen und das werde ich, glaube ich, auch als erstes gießen, weil ich so gespannt darauf bin, wie das wohl aussieht. Und dann werde ich euch das natürlich zeigen. Genau. Das werde ich wohl heute Abend noch einmal gießen, weil, ja, keine Ahnung, ich möchte es auf jeden Fall sehen. Ich bin so neugierig, bin so gespannt, wie das aussieht. Ja, und das war's erstmal. Ein paar Sachen sind noch unterwegs. Ein paar Molds, glaube ich jedenfalls. Und ja, doch, ein paar sind noch unterwegs. Und wie ich in meinem anderen Video schon erwähnt habe, ich werde meine Silikonform aussortieren. Es gibt einige, die ich überhaupt noch nie benutzt habe, einige, die ich gar nicht benutze. Pralinenform, alles Mögliche. Und darüber wird es ein separates Video geben. Das wird wahrscheinlich, werde ich es morgen, ich denke, ich werde es morgen schaffen. Und ja,
die sind dann für euch gedacht. Wer Interesse hat, kann sich bei mir gerne melden. Entweder gegen Porto oder gegen Tauschen oder ich muss mal sehen, was das für welche sind. Auf jeden Fall werden sie alle erschwinglich sein, 1-2 Euro vielleicht. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Und bis dahin, vielleicht ist ja dann das Herz auch schon fertig und ich kann euch das dann morgen in meinem kleinen Verkaufsvideo dann zeigen beim nächsten Mal. Und bis dahin, habt einen schönen Abend, macht es euch gemütlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!